herzlich willkommen zu Folge 4. Sonderausgabe. Improvisation. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier unsere Übersicht. Wen dürfen wir als Gastdozentin begrüßen? Improvisation. Kann man das lernen? Wenn ja, wie? Und nach dem Abspannen gibt es endlich das total versteckte Hebel-Impro-Mitmache-Extra? Ich, also der Chordoktor, ich freue mich für diese Ausgabe, eine besonders wunderbare Gastdozentin begrüßen zu dürfen. Und da kommt sie auch schon hereingeflogen. Hier die Fakten. Sie heißt Elisabeth Schubert, ist Gesangslehrerin und Chorleiterin. Und jede Menge Infos über sie und ihre tollen Unterrichtsangebote findet ihr auf www.elisabethschubert.de. Und so schnell wie die Stadt ist, in der sie wohnt, so geht es jetzt auch los. Ich übergebe hiermit den Chordoktorredestab an Frau Elisabeth Schubert. Hallo allerseits. Ich will euch heute zeigen, wie man improvisieren üben kann. Ihr kennt das vielleicht aus der Chorprobe, die Chorleiterin sagt, jetzt machen wir eine Impro-Runde. Macht alles, was euch einfällt, alles ist erlaubt. Jeder ist einmal dran und los. Und ihr denkt euch, oh Gott, jetzt muss mir spontan was einfallen, es muss sich gut anhören, es muss gut gesungen sein und vielleicht klingt es auch noch genial, als wäre mir gerade ein Einfall einfach so gekommen. Und dann kann es sein, dass das Adrenalin in den Körper schießt und ihr euch denkt, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber die gute Nachricht ist, improvisieren kann man auch üben. Und zwar mit einfachen Übungen. Und die will ich euch heute zeigen. Ich habe 3 Übungen mitgebracht, die wir zusammen machen. Als erstes nehme ich mir einen Song, den ich gut kenne. Und davon nehme ich mir einen kleinen Abschnitt. Je weniger, desto besser. Denn wenn wir nur wenig Material haben, können wir stressfrei üben. Und in meinem Fall ist der Song Walk On By von Burt Bacharach und Hal David. Und wir fangen auch gleich an mit der ersten Übung. Als erstes zeige ich euch die Melodie, so wie sie geschrieben ist. Die Akkorde sind A-Moll 7 und D-Dur. Und das Ganze geht so. Die ersten 3 Phrasen nehmen wir uns vor. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. Okay, das ist die Melodie. Gleich nochmal mit mir zusammen. Das ist der Anfangston. 3. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. Super. Okay. Ich spiele sie euch noch einmal vor, die Melodie, damit ihr genau die Töne habt. Achtung. Okay. Gar nicht so. Schwierig. Erste Übung geht los. Die geht so, wir verändern immer nur den ersten Ton jeder Phrase. Wir haben 3 Phrasen. Also die Töne, die jetzt nicht erlaubt sind, sind folgende. Dieser von If you see me walking down the street. So, dann kommt die 2. Phrase. Dieser Ton, nicht erlaubt. And I start to cry. Und der letzte Ton in der 3. Phrase. Each time we meet. Die Aufgabe ist, wir versuchen einfach irgendeinen anderen Ton zu nehmen. Welcher ist egal. Was danach passiert, ist auch egal.
Wir verändern einfach nur den ersten Ton der Phrase und gucken, was passiert. Wir machen es ein paar Mal im Loop. Ich hatte mal eine Lehrerin, die hat immer gesagt, it's not meant to be pretty. Also, es geht nicht darum, dass es sofort genial klingt, wie gesagt. Es kann auch alles Mögliche passieren. Es gibt keine falschen Sachen. Okay? Let's go. Ich mache es dreimal vor im Loop und dann spiele ich dreimal für euch. Und ihr könnt es ausprobieren. Okay. Zuerst ich für euch. One, two, three. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. All right, are you ready? Immer der erste Ton der Phrase muss irgendein anderer sein als der ursprüngliche. Jetzt bist du dran. One, two, three. Das war doch gar nicht so schwierig. Und ihr könnt auch das Ganze einfach im Loop aufnehmen. 10 Mal, 50 Mal, 100 Mal. Und danach guckt ihr euch das an oder hört es euch an und entscheidet, welche Runden ihr gut fandet und wo vielleicht tolle Sachen bei rausgekommen sind, die euch gefallen und die ihr weiterverwenden könnt. Das war die erste Übung und die zweite folgt sogleich. Okay, Übung Nummer 2. Ändere jeweils nur den letzten Ton jeder Phrase. Wir haben wieder unsere drei Phrasen. Also, in der ersten Phrase ist dieser Ton verboten. If you see me walking down the... Den nicht nehmen. In der zweiten Phrase ist der wieder verboten als Ende. And I start to... Einen anderen, irgendeinen anderen, völlig egal. Und die dritte Phrase. Dieser. Miet. Den nicht nehmen. Ja. Uiuiui. Mal gucken, wie das läuft. Wenn es Töne sind, die nicht in die Harmonie passen, egal. Ja, es kann alles passieren. Wir werden Schritt für Schritt ein bisschen freier. Und spielen herum. Ja, ich ermutige zum spielerischen Umgang damit. Los geht's. Ich mache wieder für euch 3 Runden und dann seid ihr dran. 1, 2, 3. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. Und schon falsch gemacht. In der zweiten Phrase bin ich auf dem verbotenen Ton gelandet. So stark ist das, was wir kennen. Gleich nochmal. Okay, 1, 2, 3. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet. Ich habe noch eine extra Runde gedreht.
Das macht Spaß. Und jetzt seid ihr dran. Ich spiele wieder dreimal im Loop für euch. Jeder letzte Ton der Phrase muss ein anderer sein. One, two, three. Das fetzt. Gut gemacht. Okay, gleich kommt die dritte Übung. Okay, Übung Nummer 3. Jetzt machen wir Folgendes. Wir stauchen die Phrase. Die Phrasen. Das heißt, verkürzt die Phrasen, macht sie kleiner, kürzer. Die 3, die wir haben. Und platziert sie irgendwo. Egal. Dadurch kann sich rhythmisch was verändern. Können sich Töne verändern. Es kann wieder mal alles Mögliche passieren. Let's begin. Ich mache es wieder vor, was ich meine. Ich spiele dazu mal einen Tick langsamer. Das ist dann etwas einfacher für den Anfang. 3-mal für euch und dann seid ihr wieder dran. Viel Spaß! Hinausgeht oder irgendwo anders landet. Egal, es wird sich irgendwie fügen. Ja, versucht es, probiert es aus. One, stauche die Phrasen. One, two and three. Das war schön. Das waren 3 kleine Anregungen, wie man improvisieren üben kann. Was gibt's noch? Ihr könnt euch weitere kleine Dinge ausdenken, die man verändern kann. Zum Beispiel kann man die Phrasen dehnen oder man kann einzelne Wörter betonen, die einem wichtig sind. Das geht dann schon in Richtung Interpretation und so kann man sich ein bisschen vom Original lösen. Und sein eigenes Ding machen, das geht natürlich auch mit viel einfacheren Melodien und auch mit schwierigeren. Also, viel Spaß beim Üben. Bis bald. Tschüss. Oh yeah. Danke, Frau Schubert. Das war die Sonderausgabe Nummer 4 von Chor in Dosen. Medizin nach Noten vom Chordoktor Ilja Panzer. Präsentiert vom Chorverband Berlin. Spirited, Ladies Required, Urgestein, Brücker Gospel Chor. Was?
Du bist immer noch dran? Okay, hier gibt's ein Extra. Yalla ma pusinamba. Yalla ma pusinamba. Yama sama weba. Rukiba, rukiba bombe. Yalla ma pusinamba. Yalla ma pusinamba. Yalla ma pusinamba. Yama sama weba. Rukiba, rukiba. Rukiba, rukiba. Bombe. Boop boop.